Heute bin ich im Argon Sportpark und zwar beim Media Day. Neben mir steht Paul Wall, der jetzt am Samstag in Falkensee boxen wird. Wie geht's dir? Bist du aufgeregt oder bist du da ganz cool? Mir geht's gut, erstmal Gott sei Dank. Aufgeregt bin ich noch nicht. Ist noch ein bisschen früh. Wir haben ja noch eine Woche Zeit, aber ich denke, das wird dann kurz vor dem Kampf kommen. Ja. Kommt es am Kampftag oder so beim Wiegen oder wann geht's so los, dass man so langsam ein bisschen aufgeregter wird? Also die erste Nervosität, denke ich mal, so die erste Vorfreude kommt so beim Wiegen, weil man da auch so face to face, da sieht man seinen Gegner das erste Mal. Aber das vergeht dann schnell wieder und dann, denke ich mal, kurz vor dem Kampf erst wieder. Ja. Und ihr seid jetzt bei Argon. Ich habe schon gehört, ihr habt euch auf Mallorca zum zweiten Mal vorbereitet. Lief die Vorbereitung so wie immer oder habt ihr irgendwas anders gemacht als beim ersten Mal? Die Vorbereitung läuft eigentlich immer wie immer, sage ich mal, ja, also größtenteils. Natürlich diesmal, sage ich mal, wenn man auf Mallorca ist, gibt es noch andere Partner, gibt es mehr Sparringspartner, gibt es auch härtere Gegner, so, das ist natürlich gut, können wir uns noch besser vorbereiten. Jetzt haben wir vor kurzem gekämpft, sage ich mal, sind direkt in der Vorbereitung drin geblieben, deswegen, also mussten wir eigentlich nur die Form erhalten und ja. Aber du hast gar keine Pause gemacht quasi oder macht man da ganz kurz nach dem letzten Kampf? Ja, wir haben so 3-4 Tage kurz Pause gemacht. Ich glaube, wenn wir Samstag gekämpft haben, ich glaube, Donnerstag habe ich wieder mit dem Training angefangen und dann einfach ganz normal weiter. Ja. Das heißt, Urlaub gibt es für euch nicht? Erstmal nicht, nein. Den muss man sich erstmal verdienen. Ja. Erst wenn du Weltmeister bist, oder was? Ja, ja. Ja. Kurz vor Weihnachten wird vielleicht auch nochmal kurz Urlaub sein, aber sonst sind wir eigentlich schon beim Training. Ja. Weißt du irgendwas über deinen Gegner? Guckst du dir die an oder überlässt du das deinem Coach? Oder ist es wie bei Hamzat Chalalov, dass du einfach denkst, ich bin so ein erfahrener Amateur, kann kommen, wer will? Ich habe schon alles gesehen. Also kann sowieso kommen, wer will, aber nee, wir schauen, also ich schaue mir den Gegner schon mal an. So. Ja. Ist auch diesmal kein schlechter Mann, er hat 12 Siege, 2 Niederlagen nur. Also wird, denke ich, mein erster größerer Prüfstein sein. Aber ja, das überlasse ich eigentlich auch dem Trainer. Ich gucke mir das an, ich mache mir ein Bild davon, aber was der Trainer am Ende sagt und wie er die Taktik macht, das ist dann dem Trainer überlassen. Ja. Und dann, es ist wie mit dem Joystick und der Spieler. Ich bin der Spieler, Trainer hat den Joystick. Ich habe nur nachgeguckt, wie der hieß. Nur Dean Touré aus Ghana war er, glaube ich, genau. Mit deinem Gegner. Also hast du ihn noch gar nicht gesehen dann? Nee, ich habe halt nur, wie gesagt, seine Kämpfe so gesehen, aber von Angesicht zu Angesicht haben wir es noch nicht gesehen. Okay. Dein Ziel ist wahrscheinlich auch, so schnell wie möglich irgendeinen Titel zu holen, denke ich mal. Oder hat man da schon irgendwie einen angepeilt, dass man denkt, das ist der erste Step? Oder denkt man immer gleich so daran, nee, wie werde ich am schnellsten irgendwann Weltmeister oder so? Also das Ding ist, natürlich streben wir, sage ich mal, die Spitze an. Wir wollen Weltmeister werden. Wann es, wie es dann ist, also ich will jetzt nichts überstürzen oder sagen, ey, ich bin jetzt schon gestern ready gewesen dafür. So, das überlasse ich meinem Team. Ich bin bereit für alles. Ich stelle mich all meinen Aufgaben, ich gebe alles dafür. Natürlich will man schon langsam irgendwo anklopfen, sage ich mal, irgendeinen kleinen Titel schon holen. Genau geplant ist noch nichts, aber ich denke jetzt von Kampf zu Kampf wird es nicht mehr lange dauern, denke ich. Steigert sich ja dann wahrscheinlich immer mehr. Und jetzt in Falkensee kommen da auch Leute, die es supporten, wahrscheinlich schon einige, ne, aus Berlin? Ja, auf jeden Fall. Kommen deine Eltern, Familie, gucken die sich das an? Ja, meine Familie wird da sein, meine Eltern werden da sein, Freunde ohne Ende. Also wie gesagt, Berlin ist ja unser Wohnzimmer, so gesagt. Deswegen, das hat man eigentlich schon immer gemerkt, also viele Leute, die uns kennen und bei unserer Veranstaltung waren, die haben immer gesehen, da ist ein bisschen gute Stimmung dabei und ja, und wir haben auch gute Kämpfe, deswegen. Wo würdest du denn gerne mal boxen, wenn du dir so einen Ort, weiß nicht, legendären Ort aussuchen dürftest? Weiß ich nicht, irgendwo in Amerika oder ganz woanders, irgendein anderes Land. Hast du da irgendwas? Ja, natürlich. Also ich denke, wie bei den meisten Leuten ist der Wunsch, im Madison Square Garden zu kämpfen, in Las Vegas. Aber es gibt auch viele andere coole Orte. Also im Endeffekt einfach da. Riyadh. Genau, Riyadh. Mittlerweile auch. Sieht man ja, wie viele, mehrere tausende Zuschauer und volle Arenen. Im Endeffekt einfach, wo man abliefern kann, wo man sein Ding machen kann und den Boxsport nach vorne bringen kann, ja. Okay, und dann brauche ich von dir natürlich auch noch die Prognose zu Tyson Fury, Alexander Usyk 2. Wer gewinnt und wie? Also ich denke, Usyk wird es wieder gewinnen, weil auch meiner Meinung nach er taktischer einfach da noch cleverer ist als Tyson Fury. Aber es wird auf jeden Fall ein sehr spannender Kampf, genau wie der erste Kampf. Es war ja auch wirklich auf Augenhöhe und aber ich denke, Usyk macht's. Und danach beendet Tyson Fury seine Karriere wahrscheinlich, oder wer weiß. Kennen wir ja schon. Und hast du, okay, Hamzat Chalalov habe ich schon genervt mit der Frage, weil die eben schon 100 Mal, 1000 Mal gestellt wurde, aber dich frage ich trotzdem, Beterbiev gegen Dimitri Bivol, hast du den Kampf gewertet, gepunktet, gesehen? Ja, ich habe den Kampf gesehen, war ein sehr enger Kampf. Ich hatte gedacht, Bivol war leicht vorne, aber bei so einem Kampf auf Augenhöhe kann man auch nicht sagen, ja, ey, es war ein Fehlurteil oder sonst was, weil da entscheiden dann manchmal ein, zwei Runden. Natürlich jetzt der eine, der den irgendwie 4 Runden vorne gesehen hat, war vielleicht ein bisschen hart so, aber an sich war so ein enger Kampf, also ich denke, da könnten beide gewinnen und da wird es immer Streitigkeiten geben, dass der eine sagt, nee, war ein Fehlurteil oder sonst was. Ja, so krass war es. Ja, war es jetzt nicht, aber okay. Willst du noch jemanden grüßen oder Instagram oder irgendwas sagen? Naja, die können einfach deinen Namen eingeben und dir folgen. Okay. Google.
googelt mich. Danke für das Interview, der Folge. Ne? The One and Only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast.de.